Und spielen dann hier weiter und gucken, was noch so auf uns zukommt. Das gefällt mir doch jetzt schon nicht. Ich gehe mal da oben lang. Nee, ich würde gerne direkt weiterspringen, so. Mein Gott. Aber so viel zum Thema zum letzten Part. Wir sind jetzt schon wieder bei 17 Minuten. Ich hoffe mal, dass ich da nicht noch ein Part draus machen muss. Caspar hat nämlich hier auch reichlich lange für gebraucht. Der hat auch zwei Parts, glaube ich, in diesem Schloss verbracht. So, zack. Safe State. Nee, ich muss, glaube ich, oben lang. Na, wie mache ich das denn am günstigsten? So. Du hast es mir ab, genau. Na. Und da ist dann schon eine Röhre, in die ich rein kann. Und der nächste Boss. Bin ich hier schwerelos? Tatsache. Schön, dass ihm das auch mal jemand sagt. Kann ich denn da hoch? Ah, nee. Da hat er dran gedacht. So, ist hier über ihn drüber. Ach so, das ist gar kein Boss. Da muss ich einfach nur dran vorbei. Dann sag das doch mal. Ach, das ist das. Ah. I see. Ist aber ein bisschen sehr scheiße zu steuern. Ein bisschen sehr, sehr, sehr scheiße zu steuern. So, dann hier durch. Aber extremst scheiße. Nee, da darf ich nicht runter. Dann machen wir klein weiter. Ist eh einfacher. Na, warum habe ich nichts geladen? So, dann hier durch. Na komm, das schaffe ich doch. Jawohl. Ja, toll. Und dann fängt er sich zu langsam ab. So. Also das ist hier wirklich extrem scheiße zu steuern. Da muss man mit der gedrückt gehaltenen Sprungtaste versuchen, irgendwie hier zu schweben. Schwebt aber nur ganz langsam hoch und fällt ganz schnell runter. Hier mache ich meinen Safe State. Ey, was soll denn das? Hör auf zu schießen, zu werfen. Toll, und da hört er gerade auf und dann kommt so ein scheiß Bullet Bill, der mich killt. Ah, das war mit dem Bullet Bill gar nicht mal so schlecht, der mich da hoch katapultiert hat. Schaffe ich das? Das geht doch gar nicht. Es sei denn, ich nutze echt so einen komischen Bullet Bill als Katapult. Da kann ich aber jetzt nicht den benutzen, der da gerade ankommt. Ah, scheiße, da bin ich jetzt so weit wieder runtergefallen. Gott, das ist ein scheiß Level. Daraus machen wir jetzt nochmal einen zweiten Part. Beziehungsweise, das wisst ihr schon, weil ihr dann schon längst im nächsten Part seid. Und ich das dann später zurechtschneide und so. Ja, klar. Gott, wie soll man an dieser Stelle bitte durchkommen? Slowdowns helfen mir hier auch nicht wirklich weiter. Okay. Safe State. So.
Ja, und dann tötet mich das andere Teil. Na komm, so. Und dann, ja, klar. Na gut, lassen wir uns noch weiter runterfallen. Wenn ich mal irgendwie wieder leben würde. Ach, meine Güte. Wie soll man das bitte machen? Man kommt ganz schnell genug hoch, dass der, bevor der wieder anfängt zu schießen, zu werfen. Muss ich also irgendwie 100 Jahre warten, bis die Bullet Bills genau so kommen, dass sie mich im richtigen Moment hochkatapultieren können, oder was? Jetzt vielleicht? Nee. Das könnte klappen, wenn der ist. Nee, da war ich nicht hoch genug. Jetzt, wenn da mal ein Bullet Bill im richtigen Moment kommen würde. Aber nein, dann kommt natürlich keiner. Verfluchte Dreckspisse. Ja, und dann drücke ich mal eine halbe Sekunde oder lasse eine halbe Sekunde zu lange den B-Knopf los und werde 2 Kilometer nach unten geschleudert. Versuchen wir es mal so. Ja, da haben wir es. Gut, ich hab's geschafft. Ja, das geht sogar mit dem Spin Jump. Muss ich den jetzt hier drücken? Ich versuche das einfach mal. Na, halt. So, ach so, nee. Ich habe vergessen, dass ich da drüben lang fliegen kann. Dann nehme ich den jetzt doch einfach mal mit und gucke, wofür man den benutzen kann. Die Homing Bullets machen es mir auch nicht gerade einfacher. Ah, da drüben sehe ich schon. Na, jetzt wieder so ein Scheiß. Ich muss da unbedingt vorher hochkommen. Vorher hochkommen. Aber entweder kommen sie von links oder sie kommen von rechts. So, wenn ich jetzt hier mal ohne Baseballs, ja, sieht gut aus. Hallo? Würdest du davon auch mal abspringen dann? Eventuell? Ach Gott. Da kommen jetzt schon wieder die Baseballs. Meine Güte, jetzt kommen die Baseballs von der anderen Seite. Ah, wie soll ich denn da jetzt hoch, bitte? Das gibt's doch nicht. So. Jetzt bin ich zumindest schon mal weiter oben. Aber noch nicht hoch genug. So, und rein da. Boah, war das ein Krampf, Alter. Und jetzt haben wir hier schon den nächsten. Ist das überhaupt ein Bossfight? Na, ist klar. Nee. Keine Chance, rewind. Rewind, so. Nein. Ja, es scheint noch nicht mal ein Bossfight zu sein, sondern einfach nur eine Stage, wo man wieder durchkommen muss.
Ja, und genau in dem Moment, wo ich die Save State Taste drücke, kommt da so ein scheiß Homing Bullet von diagonal von oben. Und hier Autoscrolling, ihr wollt mich verarschen, beziehungsweise Freaky will mich verarschen. Ja, toll. Nee. Ey, das gibt's doch nicht. Egal, wo ich die Safe-Taste drücke, eine halbe Sekunde später killt mich irgendwas. So, jetzt aber. Und oben sind wahrscheinlich auch wieder manche, die man nicht sieht. Da komme ich so schon mal nicht hoch, da komme ich nicht an dem vorbei. Entschuldigung, da war ich gerade, glaube ich, ein bisschen weit weg vom Mikrofon. So, Safe State. Na, sind da manche? Ja, offenbar. Ja, wie gesagt, schön, wenn ich manchmal ein bisschen ruhig bin, aber mich kotzt auch gerade diese scheiß Steuerung an, denn wie gesagt, ich lass mich runterfallen. Auf zwei Drittel des Bilds fange ich an, die B-Taste gedrückt zu halten, aber ich falle trotzdem weiter runter und werde nur langsam abgefedert und lande trotzdem auf dem Boden. Oder fast auf dem Boden. Das ist krass. Also dieser Sprite hier mit diesem Schweben, das ist wirklich mal eine absolute Dreckskack-Wichse. Ich hoffe mal, dass dieser Abschnitt hier bald vorbei ist. Und vor allem hoffe ich, dass dann auch mal das Level bald vorbei ist. Denn so lange muss man ein Endcastle wirklich nicht ziehen. Na, warum zur Hölle tötet der mich? Denn ich bin da doch auch einen halben Kilometer über ihm. So, ja, und den kann ich dann auf einmal töten. Ist es denn bald mal geschafft? Da ist ein P-Switch. Den muss ich jetzt wahrscheinlich noch einen halben Kilometer mitnehmen. Und warum fängt sie wieder an zu laggen? Na komm, dann machen wir das halt so. Ja, super. Und das jetzt hier hört das Scrolling auf und was soll ich da dann machen? Ja. Wie soll man denn hier jetzt... Was passiert denn, wenn ich den drücke? Kommt dann eine Tür oder wie? Ja. Rein da. Boah. Und jetzt kommt noch ein Boss. Freaky, du bist ein Fall für die Klapse. Schön, dass man da auch eine Chance hat, dem Bullet Bill von hinten auszuweichen. Oder eine Homing Bill. Nein, Gott. Was ist denn? Spulen wir nochmal weiter zurück, dass ich... Na, soweit eigentlich nicht. Aber mal gucken. Ah, Gott. Nee, jetzt habe ich mir den Peacefish versaut. So. Na, meine Fresse. Das ist doch nicht so schwer, wenn ich jetzt mal so da rein und jetzt ein Safe State. Zack.
Hier kann ich jetzt auf einmal auch nicht mehr schweben. Das ist schon wieder eine extreme Ungewöhnung in der Steuerung. So, das war gut. Dann hier gucken, wie ich weitermachen kann. Ja, so. So, habe ich den einen jetzt weggeglitscht? Yay. Ach ja, klar. Schon wieder so eine P-Switch-Warte-Szene. What, you are here? You can't escape from here. We, the kings of this island, will kill you. Ja, the kings of this island. The bastards of this island. Aber ich vermute mal, da oben wird ein invisible coin block sein. Dass ich da jetzt nicht einfach so an P-Switch rankomme. Na komm, spring du da oben erstmal weg. Na, und dann will ich da hoch. Obwohl, ich muss die anderen sowieso töten. Das ist ja nur der eine, den ich da töten würde, und einen anderen, den ich da befreien würde. Das Problem sind halt diese Stacheln da oben auch. Na komm. So. Na komm, jetzt hier zwei auf einmal oder auch nicht. Geht das? Ja, ich glaube, da hatte ich's. Ja, und dann überleben, das wär's doch mal. Wäre doch mal eine tolle Idee, oder? Einfach mal überleben. Na komm. Na komm. So, safe state. Na so. Ach Gott. So. So, nein. Ich darf mich auch nicht so in die Ecke einkeilen lassen. Na, komm, so. Machen wir das erstmal so und gucken dann, wie wir die am besten angreifen können. So, ja, das hat geklappt. Jetzt ist einer schon mal weg. Jetzt ist noch einer weg und ich bin weg. So. Und jetzt ist der P-Switch auch schon runtergekommen. Das heißt, der verschwindet. Na halt. Genau, hier wäre ein Invisible Coin Block gewesen. Na komm her. Bleibt das jetzt so? Ja. Tot. War's das jetzt endlich mal? Thank you for playing this hack. Danke, Bitch. Created by Freak Gamer. Tools: Luna Magic, Luna IPS, Luna Expand. Add Music, Xcast und was auch immer. Ja. Ich kenne mich mit Hacken nicht aus, ich weiß nicht, was das für Tools sind. Credits. Special Thanks. Was auch immer. Roxas. youtube.com/user/FreakGamer. Der Kanal existiert schon lange nicht mehr. Aber unten in der Videobeschreibung dürfte immer noch der Kanal. Entschuldigung. Der Kanal sein, auf dem er zurzeit unterwegs ist, Freaky Zockt. Ja, das war's. Hack ist fertig, ich bin durch.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, dann kann es gut sein, dass ich Super Mario World Yeah spiele. Der auch nicht wirklich einfach ist. Es ist ein japanischer Hack. Das heißt eigentlich von vornherein, dass er nicht einfach ist. Aber schwerer als die von Freaky kann es eigentlich nicht sein. Na gut, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, beim nächsten SMW-Hack oder in dem nächsten anderen Let's Play oder Infovideo oder Tutorial oder was auch immer. Bis dahin und tschüss.